Nun eine kleine Übersicht über den großen Bildschirm vom Tesla. Übrigens, in einem anderen Video habt ihr eine 12 Minuten ausführliche Übersicht mit allen Funktionen. Willkommen in einem Schnelldurchlauf durch das Wichtigste von dem Tesla Entertainment System. Hier unten habt ihr die Temperatureinstellung, durch Klick auf Sync habt ihr es auch auf beiden Seiten identisch. Daneben die Sitzheizung für beide Sitze und die Heizung für Scheibe und Spiegel. Hier habt ihr auf der Note die verschiedenen Audiofunktionen. Auf Spotify könnt ihr nach Musik suchen. Unter Telefon könnt ihr euer Telefon koppeln und dort euch die Musik vom Telefon anhören. Unter TuneIn habt ihr Radiosender über das Mobilfunknetz und über Radio ganz normal Radiosender über FM oder auch DAB. Hier oben haben wir das Navigationssystem. Dort könnt ihr einfach über Navigieren ein Ziel eingeben. Eine Adresse oder auch eine Firma oder ein Point of Interest. Und dann navigiert ihr euch dorthin. Ihr könnt auch auf der Karte einfach einen Punkt gedrückt halten und dann klicken auf Navigieren. Dann navigiert ihr euch dorthin. Ansonsten habt ihr hier noch ein Aufklappmenü, wo ihr die Energieanzeige habt, was ihr zuletzt verbraucht habt, und ein Webbrowser, wenn es braucht, und unter Aufladen, das geht auch hier über den Blitz oben, seht ihr, wie im Moment die Ladung läuft. Ansonsten könnt ihr hier die Lautstärke vom Audiosystem einstellen, das geht auch über das linke Scrollrad. Sonst gibt es noch das Automenü, da gibt es eigentlich auf dem Hauptscreen, könnt ihr den Kofferraum öffnen und ein Schiebedach, wenn ihr eins habt. Unter Federung könnt ihr die Federung hochsetzen, falls der Tesla das unterstützt, und dann über zum Beispiel eine Garageneinfahrt hinwegfahren. Leuchten könnt ihr Lichter an- und ausschalten. Unter Fahren kann man ein paar Fahrparameter ändern, das ist aber nicht besonders wichtig. Kriechmodus ist interessant, dann wenn ihr einfach von der Bremse geht, dann fährt er leicht an. Hier gibt es nicht so viel interessante Einstellungen. Unter Trips könnt ihr euren Trip A zurücksetzen. Dann seht ihr auch, wie viel ihr so verbraucht hat. Unter Navigation könnt ihr einstellen, dass er Fähren vermeidet und Gebühren vermeidet oder dass er schon nach einer Minute umnavigiert, wenn ihr eine Minute irgendwo einsparen könnt. Tripplaner und Online-Routenplaning sollte immer eingeschaltet sein, damit er wirklich die aktuelle Verkehrslage aus den Google-Daten beachtet. Unter Sicherheit muss passiver Einstieg ausgeschaltet sein, damit nicht, wenn der Schlüssel im Auto ist, jemand ins Auto kann, und die PIN-Eingabe sollte auch eingeschaltet sein. So, das sind die wichtigsten Punkte zum Tesla. Schaut hier oben, wenn ihr auf das T klickt, seht ihr den Kilometerstand, und es öffnen sich auch die Easter Eggs, die ihr gerne mal ausprobieren könnt. Ja, das ist das Wichtigste zum Tesla. Viel Spaß und gute Fahrt!